Ja, das Thema Sturz im Alter ist ein großes oder ganz wichtiges Thema, weil es eben so häufig vorkommt. Im Alter nimmt die Sturzwahrscheinlichkeit deutlich zu. Man kann sagen, so um 70 Jahre herum ist das Sturzrisiko bei etwa 40% und es nimmt mit stetem Alter zu, also bis 80, Mitte 80 liegt es dann auch schon bei 80%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir als Menschen, wenn wir älter werden, stürzen, ist sehr hoch. Das Problem ist, dass Stürze meist mit Folgen einhergehen. Und so kommt es häufig zu dem Schenkelhalsbruch im Alter, den Sie auch oder den man im Volksmund kennt. Ja, das Häufigste, was wir im Krankenhaus erleben, ist der Sturz mit einer Schenkelhalsfraktur. Und da ist die dringende aktuelle Versorgung notwendig. Insofern hat es sich auch hier ergeben, dass die Unfallchirurgen die Patienten aufnehmen, operativ versorgen, aber der alte Mensch dann gleichzeitig mit den Altersheilkundlern versorgt wird. Und dieses Zusammenspiel aus Chirurg und Nichtchirurg, aus Fachdisziplinen für beide Bereiche, hat sich als sehr hilfreich und sehr gut gezeigt, sodass die Politik das auch uns vorgibt, ihr müsst zusammenarbeiten für den Patienten. Das haben wir über die letzten Jahre dann auch erfolgreich üben können, hier im Marienkrankenhaus und im Vinzenz-Baldotti-Krankenhaus, wo wir auf einer Station mit dem Chirurgen zusammen die alten Patienten versorgen. Wir haben einen Schwerpunkt gebildet im Vinzenz-Baldotti-Hospital mit der unfallchirurgischen Abteilung. Und so ist das, dass wir als Altersheilkundler dann immer in diese Abteilung mit hineingehen und gemeinsam mit unserem Team die Patienten quasi von der Operation an behandeln können oder sogar vor der Operation schon unseren Rat dazugeben können. Der Vorteil für die älteren Patienten, den wir in den GFO-Kliniken Rheinberg haben, ist, dass wir eben diese Zusammenarbeit Unfallchirurg, Geriater von Anfang an vorhalten können und durchführen können. Die Patienten werden also von Eintritt ins Krankenhaus direkt von beiden Teams versorgt und behandelt, sodass Hand in Hand mit der Operation, nach der Operation auch die Therapeuten und das Know-how unserer Abteilung zur Verfügung steht. Damit können wir die Patientin besser wieder auf die Beine bringen. Das ist eben der Auftrag, den wir haben, wenn ein Mensch gestürzt ist, wie kommt er wieder auf die Beine? Und der Geriater fragt auch, warum ist er gestürzt? Die Frakturversorgung, dass der Bruch gut steht, dass man eine optimale chirurgische Versorgung hat, das ist die Sache des Chirurgen. Und der Geriater überlegt, wie kriegen wir den Menschen jetzt wieder auf die Beine, wie kriegen wir ihn wieder nach Hause zurück? Bei aller Veränderung in der Landschaft der Krankenhäuser ist es so, dass wir hier in Bergisch Gladbach dieses abgestufte System von der Akutbehandlung über die Rehabilitation bis nach Hause darstellen können. So arbeiten wir an allen drei Standorten, Vinzenz-Baldotti-Krankenhaus, Marienkrankenhaus und Reha-Zentrum Reuterstraße, mittlerweile unter einer Leitung zusammen. Das Konzept ist gleich und wir führen es quasi von Anfang an nahtlos durch. Ziel ist die Wiederherstellung der möglichst hohen Selbstständigkeit auch im Alter. Und das ist historisch, weil vor gut 25 Jahren hat es in Deutschland ein Modellprojekt gegeben in Nordrhein-Westfalen. Ein Modellprojekt mit 5 Kliniken, Rehabilitation für ältere Menschen. Das gab es davor nicht. Und man hat gesagt, bevor du ein Pflegefall bist, wollen wir was für dich tun, damit du pflegeunabhängig sein kannst. Das war die Motivation und ist tatsächlich jetzt 25 Jahre her mit erfolgreicher Arbeit, dass bis 80% aus dem Akutbereich immer noch wieder nach Hause kommen oder in eine pflegegerechte Einrichtung. Und das ist ein hohes, gutes Ergebnis für alte Menschen. Ein besonderer Aspekt ist im Alter, dass ja nicht nur eine Krankheit vorliegt, sondern alte Menschen mehrere Probleme gleichzeitig mit sich bringen. Und so ist es wichtig, dass man auch in einer chirurgischen Situation die anderen Aspekte immer vor Augen hat und mitbehandeln kann. Das Typische im Alter ist die Multimorbidität, also viele Krankheiten gleichzeitig, die wir im Auge halten müssen und behandeln können.
Und so ist das Zusammenspiel an den einzelnen Standorten immer mit den Fachdisziplinen, den Spezialisten der anderen Abteilung zusammen und die Geriatrie letztlich eins der letzten großen allgemeinmedizinischen Fächer, sodass wir in der Geriatrie im Prinzip mit allen und alles behandeln müssen.